Heute gibt es mal wieder deftige Hausmannskost. Und zwar mache ich Kohlrouladen oder Krautrouladen oder Krautwickel. Je nachdem, wo man wohnt, hat das einen anderen Namen. Bei mir sind es Kohlrouladen und das auch noch zum ganz kleinen Preis. Wie ich die mache, wie die nachher schmecken und aussehen, was das Ganze gekostet hat, das seht ihr, wenn ihr dranbleibt. Ihr seid bei Sven's Kitchen Cooking and Out. Herzlich willkommen. Wie gesagt, bei mir gibt es heute Kohlrouladen zum kleinen Preis. Dazu habe ich den Kohl schon mal ein bisschen vorgekocht. Das zeige ich euch mal kurz im Video. Ich gebe ausreichend Salz in einen großen Topf. Ihr wisst ja, ich nehme immer Salz ohne Trennmittel oder sonstige unnötige Zusatzstoffe. Darum ist das Salz ein bisschen klumpig. Das macht aber nichts. Und ich habe hier unter Kontrolle, was ich esse. Ich brauche weder Babypuder als Trennmittel in meinem Salz, noch völlig überflüssiges Jod oder Fluorid. Ich möchte einfach nur gesunde Zutaten am Essen haben. Den Kohlkopf habe ich folgendermaßen vorbereitet. Ich habe mit dem Messer hier oben rundherum reingeschnitten und nehme jetzt das Teil von dem Strunk raus. Und nun kann ich den Kohl, so wie er ist, in meinen Topf packen. Hierüber gieße ich jetzt heißes Wasser, so dass ungefähr ein Dreiviertel von dem Kohlkopf bedeckt ist. Ach ja, den Kopf stelle ich vorher noch auf den Strunk bzw. auf die Stelle, wo ich den Strunk ein wenig rausgeschnitten habe. Denn da braucht der Kohlkopf die meiste Hitze, um durchzugaren. Und wie gesagt, ich verwende zum Angießen heißes Wasser. Dann braucht das hier nicht mehr so lange zum Kochen. Ich stelle die Hitzezufuhr nicht ganz so hoch, sodass der Kohl schön langsam durchgewärmt wird und nicht nachher von außen schon zerkocht und zerfallen ist und innen noch roh. Und so wird er schön gleichmäßig vorgegart. Das obere Stück vom Kopf, wie gesagt, lasse ich oben rausgucken, damit die zarten Teile der Blätter nicht vollkommen durchweichen. Am Ende sollen sie ungefähr so aussehen wie hier. Jetzt wird es Zeit, das Wasser abzugießen und durch Kaltes zu ersetzen. Damit beende ich den Garprozess und die äußeren Blätter kochen mir nicht kaputt. Ich löse die ersten Blätter im Wasser und nehme dann den etwas abgekühlten Kohlkopf aus dem Wasser raus. Und dann schneide ich den Strunk immer wieder etwas ab und löse die Blätter vom Ansatz her. Wieder abschneiden, wieder lösen und immer so weiter. Die abgelösten Blätter lege ich mir zur Seite. Und welche anderen Zutaten ich hier dazu noch habe, seht ihr jetzt hier auf dem Tisch zusammen mit den Preisen. So, ich wiege jetzt mal die Blätter ab, dann kann ich euch den Preis dafür besser ausrechnen. Und auch den Rest vom Kohl wiege ich. Das ist aber für ein anderes Gericht aus dieser Rubrik, das ich euch in einem anderen Video zeigen möchte. Jetzt wiege ich noch die Kartoffeln. Hier habe ich 1078 Gramm, das entspricht 94 Cent. Ich wiege die Zwiebel, die schlägt mit 5 Cent zu Buche. Und zum Schluss wiege ich das Hackfleisch. Ich benötige 600 Gramm, das macht dann 2,69 Euro. Für meine klassischen Kohlrouladen benötige ich weiterhin 2 Eier, ein bisschen Semmelmehl. Ich benötige etwas Petersilie, das sind etwa 2 Esslöffel von der TK Petersilie aus dem Aldi. Und Pfeffer und Salz. Damit mir die Kohlrouladen nachher im Topf nicht auseinanderfallen, benötige ich noch einen Strick. Ich nehme hier einen ganz gewöhnlichen Haushaltszwirn. Welche Farbe ihr da nehmt, das ist vollkommen egal. Das ist auch schon alles. Die genauen Mengenangaben, die Zutaten und das Rezept schreibe ich euch wie immer hier unten in die Videobeschreibung rein. Und da habt ihr auch die Preise zu allen Zutaten. Wie immer aktuelle Preise, die sich ständig ändern können. Und natürlich versuche ich auch immer wieder momentane Aktionen zu nutzen. Deshalb können die Preise bei euren Einkäufen ein bisschen von meinen abweichen. Aber im Großen und Ganzen bleiben sie etwa gleich. Ihr habt gesehen, es ist nicht viel und gar nicht mal so teuer. Also genau richtig für den kleinen Geldbeutel. Und auch noch schön deftig, genau passend zu diesen nasskalten Tagen heute. Und wie einfach das Ganze zuzubereiten ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Dabei kommt auch noch, wo habe ich's? Dieses Ding zum Einsatz. Das ist wieder so ein Handschuh. Ihr wisst, ich mag die Dinger nicht so gerne, aber ich möchte auch nicht mit den blanken Fingern und Gehacktes rumkneten. Deswegen heute ausnahmsweise mal wieder so ein Teil hier. Aber das soll uns heute nicht weiter stören. Ich schlage die 2 Eier in das Gehacktes. Und gebe Salz dazu, das ist ungefähr so ein Dreiviertel Teelöffel. Und Pfeffer, ungefähr ein halber Teelöffel. Und jetzt kommt dieses Ungetüm ins Spiel. Zwiebel und die Petersilie. Einfach mit rein. Und das Ganze jetzt schön miteinander vermengen. Und ihr seht, das ist immer noch so eine ganz matschige Sache. Deswegen kommt das Semmelmehl dazu. Nicht alles, immer erst ein bisschen. Ich habe jetzt ungefähr 2 Esslöffel dran gemacht. Das Zeug, das quillt noch ein ganzes Stückchen auf und macht die ganze Angelegenheit noch ein bisschen fester. Und wenn jetzt zu viel Semmelmehl dazugegeben wird, dann wird unsere Masse auch ein bisschen zu fest und schmeckt naja nur noch nach Brötchen und nicht mehr nach Fleisch. Kurz abschmecken. Ah, es ist gut. Und jetzt geht es auch schon mit den Rouladen los. Wir nehmen das Blatt aus dem Inneren. Da hinein kommt das Gehacktes. Ich schlage das an den Seiten zu und wickel den Rest drumherum. Das nächste nehme ich so. Hier ist die Mittellinie. Hier ist die andere Linie. Ich zeige es nochmal. Mittellinie. Andere Mittellinie.
rechts und links und die Seiten drumherum gelegt, so dass wir diese Rouladenform weiter beibehalten. Jetzt habe ich hier noch das letzte große Blatt. Auch hier lege ich wieder diese Seite nach unten rein und schlage diese beiden Seiten über. Dann die andere Seite, so dass es eine schöne straffe Roulade ergibt. Und hier lege ich jetzt mal den Faden zwei, dreimal rum. Wickel es dann quer zur ersten Richtung ein paar Mal drum, damit es seine Form behält. Und hier haben wir diesen Strick vom Anfang. Ziehen das Ganze fest, schneiden das Überstehende ab und fertig ist eine schöne Roulade. Wie gesagt, das machen wir mit allen Vieren und dann können wir sie schon anbraten. Ihr habt sicher bemerkt, dass ich gar nicht den ganzen Kohl benutzt habe und trotzdem nur ein bisschen von dem Kohl berechne. Da habe ich euch nicht beschwindelt, sondern ich mache noch ein zweites Gericht aus dem restlichen Kohl. Auch das erscheint in meiner Rubrik Günstig kochen, aber gut. Allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. Und da weise ich auch nochmal auf dieses Video hin, damit da nicht Fragen aufkommen, was mit dem restlichen Kohl geschehen ist und wieso ich da bloß einen Teil von dem Kohl berechne. Ich habe jetzt zwei Esslöffel Fett geschmolzen und darum brate ich die Kohlrouladen rundherum schön braun an. Ihr wisst ja, die Röstaromen, die Bräune, das macht den Geschmack. Ich gebe Wasser dazu, das sind ein bisschen über anderthalb Liter bei mir. Also so, dass die Kohlrouladen fast bedeckt sind. Das wird später die Soße. Wer mehr möchte, der macht ein bisschen mehr. Wer weniger möchte, macht genauso viel und lässt nachher ein bisschen weg. Ein bisschen Salz dran, Deckel drauf und auf kleiner Flamme köcheln lassen. Das Ganze lasse ich jetzt ungefähr 45 bis 50 Minuten kochen, bis das Gehacktes schön durch ist. Und in der Zwischenzeit werde ich die Kartoffeln schälen und natürlich auch kochen. Das zeige ich euch aber nicht, denn das wisst ihr, wie das geht. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn serviert wird. Dazu habe ich die Kohlrouladen aus dem Topf genommen und ein bisschen Mehl in kaltem Wasser angequirlt. Und das gebe ich hier dazu und verrühre das schnell, damit es nicht klumpt. Und wenn ich die gewünschte Konsistenz erreicht habe, lasse ich das noch ungefähr 3 Minuten kochen. Ich gebe ein bisschen Zuckercouleur dazu. Damit färbe ich die Soße ein bisschen dunkler und das sieht dann besser aus. Und dann schmecke ich die Soße ab und gegebenenfalls würze ich noch ein bisschen mit Pfeffer und Salz nach. Ja, die schmeckt schon gut. Da brauche ich überhaupt nichts nachwürzen, da kann ich sofort anrichten. Da ist sie nochmal, die Kohlroulade, ganz günstig, ganz deftig und super lecker. Sicherlich habt ihr davon mitgerechnet und rausbekommen, dass die Portion 1,25 Euro kostet. Und das ist für so ein Gericht mit gehacktes, also mit Fleischbeigabe, gar nicht mal so schlecht. Und ihr seht, das ist eine recht große Portion. Für 1,25 Euro in der Gaststätte bezahlt ihr garantiert 15 Euro oder mehr. Und ihr bekommt ganz gewiss nur 2/3 von dieser Menge hier. Wie gesagt, zum Nachrechnen hier unten in der Videobeschreibung nochmal alle Preise auf einen Blick zusammengefasst und das ganze Rezept auch noch mit dazu. Ich werde es mal kosten. Ich meine, ich weiß, wie es schmeckt immer gut, aber für euch koste ich das hier nochmal. Kohlroulade. Das ist lecker. Ich liebe Kohlroulade über alles. Ich liebe eigentlich jedes Essen. Aber das hier gehört wieder zu meinen Favoriten dazu. Und dann diese leckere, herrliche Soße. Mit Kartoffel. Wer kann da schon Nein sagen? Das ist was ganz Leckeres. Das ist was Feines. Und es ist günstig. Mir schmeckt das richtig gut. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, gebt mir ein Like. Hier unten könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Wer das noch nicht getan hat, es wird höchste Zeit. Für euch ist das Ganze kostenlos. Und zuzusehen, wie so ein Rezept gemacht wird, ist immer besser als im Kochbuch nachzulesen, wo man vielleicht nur ein paar vage Angaben hat. Und sich dann fragt, wie funktioniert das eigentlich? Wie kriege ich das hin? Hier im Video sieht man das und man sieht, dass es auch funktioniert. Wie gesagt, liken, abonnieren und wer möchte, schreibt mir da unten noch einen netten Kommentar. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, willkommen zu Sven's Kitchen Cooking in and Out. Bis bald. Habe ich eigentlich alles gesagt?